Hallo Leute, herzlich willkommen zu Was koche ich heute? Heute ist wieder ein Special-Zeug. Ich habe schon lange nichts mehr hochgeladen. Ich weiß, wenig Zeit, Stress pur. Jetzt kommt aber die Zeit. Jetzt kochen wir natürlich und es kommt das romantische Tag, der Valentinstag. Alle Frauen schwärmen dahin, Blumen, Schokolade, der Traum einer jeder Frau. Stimmt so nicht. Ich bin der Meinung, dass der Traum einer jeden Frau ein gutes Essen von ihrem Mann ist. So, darum nicht lange gefackelt, nicht lange geredet. Wir fangen hier an. Vier Folgen habe ich für euch vorbereitet. Das ist Folge Nummer 1 für ein Valentinsmenü oder auch ein romantisches Dinner. Kann man sich jetzt aussuchen, muss ja nicht unbedingt Valentinstag sein. Jahrestag, Geburtstag kann sein. Und ich habe da zwei Grundsätze. Nein, nicht drei. Sind jetzt zwei oder drei? Egal, kann man zwei oder drei sein. Also das Erste, das Wichtigste ist der erste Gang und der letzte Gang. Das sind für mich die zwei wichtigsten Grundsätze. Beim ersten, das allererste Gang, sei es jetzt einfach, wenn man ein Dreigänge-Menü hat, die Vorspeise oder sonstiges, das muss flashen, das muss beim, das einigermaßen schön, das muss jetzt nicht so fünf Hauben lokalmäßig schön ausschauen, nur das muss einfach was hergeben. Wenn das etwas hergibt, dann ist das die halbe Miete und dann, boah, dann sinkt das nächste, der nächste Gang ist schon wieder egal, dann hat man schon wieder, man ist noch geflasht von der Vorspeise, der nächste geht so da. Und dann, das zweitwichtigste, was ich sage, das ist das Dessert. Das heißt, auch da, das ist verdammt wichtig, finde ich, das ist der Abschluss. Verstehst? Das erste, du kommst rein, siehst das erste Gericht, macht wow. Und zum Abschluss, das, was du dir merkst, ist das letzte Gericht. Das sind also die zwei Punkte, die einfach sein sollen, aber einen Wow-Effekt erzeugen müssen. Und ich kann euch sagen, wie ihr das hier schon seht, das ist einfach und es wird einen absoluten Wow-Effekt geben. So, hätten wir das jetzt, oder? Moment. Wow-Effekt haben wir. Wow, wow, wow. Wow, alles super, alles klar. Dritter Punkt, leicht. Beim romantischen Dinner, Stichwort leicht. Leichte Kost. Wenn ich jetzt vor allem so wie hier ein Mehrgänge-Menü mache, ich soll das leicht sein. Das heißt, ich soll nicht am Ende des Tages sagen, boah, ich bin satt, ich kann mich nicht berühren. Das soll eben nicht der Fall sein, sondern der Punkt ist, es soll leicht sein. Ganz leicht. Das heißt, deswegen auch, kommen wir gleich zum ersten Gang, deswegen so kurzer Überblick, es soll alles möglichst leicht und portioniert das. Nicht zu viel, häppchenweise, wenn ihr vier Gänge habt, braucht es nicht viel. Besser ein bisschen weniger als zu viel, weil danach wollt ihr noch ein bisschen Spaß haben miteinander. Gehe ich davon aus. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind wieder hier bei Was koche ich heute? Heute, das letzte war Wild, diesmal das Fisch. Wir wechseln von Wild auf Fisch sozusagen, von der Weihnachtsküche zur Fischküche. Ist ja gar nicht so unüblich zu Weihnachten und ich verquassel mich jetzt komplett. Drum Cut, Punkt, Ende. Wir konzentrieren uns auf den allerersten Punkt, das ist der erste Gang, wie ich gesagt habe. Und um hier den Wow-Effekt zu erzeugen, das zeige ich euch, was ich mir gedacht habe. Ihr müsst es jetzt inzwischen sehen. Es gibt für mich einmal den Lachsröllchen. Lachsröllchen gibt es in verschiedenen Formen, aber die rollen wir ein. Effektiv zwei für jeden. Und ich habe zwei verschiedene Soßen vorbereitet. Ich kenne mehrere, es gibt mehrere Variationen, aber diese zwei gefallen mir am besten und diese stelle ich heute vor. So. Für die Fülle, also für eines brauchen wir den Lachs. Hier haben wir jetzt etwas, ich glaube 6 Scheiben müssten das sein. Das reicht für ein Dinner zu zweit. Die Füllmengen sind deutlich mehr, aber egal. Dann habe ich hier für meine Füllmenge etwas Meerrettich, Apfel und geschlagenen Schlagobers. Das ist die Fülle, die ist ja dann eigentlich schon fertig. Für die zweite Fülle haben wir hier das Gefäß, wo wir dann alles zusammenmixen. Dort ist auch schon, sieht man glaube ich jetzt nicht, etwas Schlagobers drin, sieht man schlecht. Muss ich an einem Glasgefäß, wäre glaube ich besser geeignet. Ich hätte glaube ich sogar eines, aber nicht genommen. Etwas Pfeffer zum Würzen. Dann hier ein Ei, aber das soll nicht hart, ganz hart gekocht sein. Es kann ruhig ein bisschen, nicht weich, aber es kann so leicht hart, also kann in der Mitte ruhig noch ein bisschen weich sein. Dann haben wir einen Teelöffel Senf. Ich habe ja gleich den Teelöffel immer fragen, was ist ein Teelöffel? Ist das jetzt so gestrichen voll, so ein Häufchen? Bei mir ist es immer ein Häufchen. Und ein kleines Stück Butter. So, das sind jetzt meine zwei
Füllmengen. Und ich räume jetzt, mache mir jetzt hier noch ein bisschen Platz, um hier die Füllmengen hier zusammen zu machen. Und dann sehen wir uns beim Zubereiten von dem Ganzen. Ist ganz einfach, ganz simpel und bis gleich. So, so kommen wir jetzt zu unserer ersten, sozusagen unserer ersten Challenge von dem Ganzen hier und heute, von den Lachsröllchen. Wir machen unsere erste Fülle, da haben wir den geschlagenen Schlagobus. Wie schon gesagt, Mengen wie üblich in der Infobox. Kommt dann hier mein Meerrettich rein. Einmal. Und dann haue ich hier noch etwas Kartoffelchen rein. Jetzt nicht alle auf einmal, dann verrühren wir das alles. Das war's. Erste Fülle fertig. Mehr ist das nicht. Zauberei, ja, ist das. Erste Fülle fertig, die sind auch für Menü so gut geeignet, weil es schnell geht. Also, wir sehen uns beim nächsten. So, jetzt so, herzlich willkommen zurück, gibt es nicht. Wir sind wieder da. Bei der zweiten Fülle haben wir einfach etwas Ei. Hart gekocht, der Schwupps hinein in unsere Öffnung. Dann den Senf, den holen wir zum Schluss rein. Schnappen uns die Butter, kommt die Butter rein. Und etwas vom Pfeffer. Ja, so schaut das Ganze aus. Und dann drücken wir da drauf und so, und fertig ist unsere zweite Soße. Damit hätten wir das alles fertig. Also die Fülle, nicht Soße, ich komme jetzt auf Soße, egal. Fertig ist die zweite Fülle mit Ei und wir sehen uns beim Füllen des Lachs. So, liebe Leute, da bin ich wieder, obwohl ich war eigentlich so viele Sekunden weg für euch. Wir gehen jetzt her und richten uns den Lachs her. Dafür reicht wirklich ein kleiner Teelöffel schon von einer Fülle, die wir hier hin tun. Und jetzt, wo ich gerade das so drauf steuere, ich hätte vorher vielleicht eins Probe rollen sollen. Für den Fall, dass das jetzt nichts wird vor der Kamera, nehmen, dann schneide ich es weg, wenn ihr das hört. Willkommen, es hat geklickt. So, wir rollen jetzt einfach diesen Lachs einfach so drüber, voilà, und fertig ist. Das ist meine fertige Lachsrolle. Und nachdem ich den Kühlschrank tue, tut es die in ein Gefäß rein, was ihr zudecken könnt, unbedingt, weil sonst riecht euch der ganze Kühlschrank nach Fisch. Das ist bei Fisch nun mal so, darum immer auf das berücksichtigen. So, das war die Nummer 1, Nummer 2 folgt zugleich. Zum Meerrettich, den ihr vielleicht im Schnelldurchlauf jetzt schon gesehen habt. Auch diese Soße einfach mit einem Teelöffel ganz leicht hindern. Wir werden nicht die ganze Soße verbreiten. Hier gilt ebenfalls, weniger ist oft mehr. Und das Ganze machen wir dann. So, voilà. Fertig sind für ein Date brauchen wir nur 4, wie schon gesagt, weil wir ein 4-Gänge-Menü haben. Deswegen würde ich nicht mehr als 2 Lachsröllchen pro Person haben. Das ist jetzt einfach zum Appetit anregen und ich zeige es euch einmal hier, bevor wir dann zum Anrichten kommen. Wir sehen uns dann beim Anrichten. Wenn wir das Ganze anrichten, das verziehen wir auch noch schön, das zeige ich euch dann auch noch, was ich da vorhab. Bis gleich. So, da sind wir jetzt beim Anrichten für unser romantisches Dinner, für den ersten Gang, für mein wunderbares Lachsröllchen Vorspeisenteller sozusagen. Eine Schürze habe ich irgendwo angebaut, also nicht wundern. Das heißt, wie fangen wir jetzt an? Das ist immer die Frage. Wir schnappen uns da eines von diesen wunderbaren Röllchen und legen die hier sozusagen als kleine... Nee. Die legen wir hier auf das Toastbrötchen drauf. Jetzt haben wir es entschieden. Dann schnappen wir uns hier eine Zitrone, die ich schon vorgeschnitten habe. Hier, wenn ihr die Zitrone cuttet, dann seht ihr diese weißen Fasern. Dann könnt ihr die hier auch auflegen.
So, das eine. Und das zweite kommt jetzt wunderbar dazu. Ein hart gekochtes Ei. Das legen wir uns hier in die Mitte rauf. Dann habe ich hier noch etwas Schnittlauch, etwas Grünzeug sozusagen zum drüberstreuen. Voilà. Und fertig ist mein Teller mit dem Lachs, wie am Foto, einfach perfekt, wenn man sich das anschaut. Bisschen das Grünzeug, das Ei dazu, das rundet das Ganze ab. Ihr könnt es dann, wenn ihr das Ei habt, könnt ihr noch zusätzlich dazu tun, wenn wer will, Zitrone dazu. Das reicht zum Appetitanregen. Und wenn ihr es so herlegt, hey, wenn sie Lachs liebt, ist das der Hingucker und das ist das perfekte Startmenü für uns. Und ich sage einfach noch ein bisschen Schnittlauch drüber für die Optik. Perfektes Startmenü, perfekt zum Starten. Auf geht's, los geht's. Essen, was das Zeug hält. Ich sage danke fürs Zuschauen, probiert das aus. Wir sehen uns dann dem zweiten Gang. Mir eine Suppe geben. Aber das ist der Renner für den Anfang. Glaubt's mir, das funktioniert sicher. Ich sage danke fürs Zuschauen, probiert das aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.